Vielen Dank, Bertrand. Genau. Ja, ich habe mir diesen Vortragstitel ja selbst ausgesucht und dachte, da kann man sicherlich was Schönes erzählen. Mir ist dann irgendwie klar geworden, allein zu dem Thema könnte man auch einen eintägigen Workshop machen, weil es da so viel zu erzählen gibt. Also insofern muss ich mich praktisch vor meinem Vortrag schon mal entschuldigen, wie man das mal so macht, dafür, dass ich da jetzt einfach mal mit Hochgeschwindigkeit durch die Themen durchpresche und ja, auf so einige spezielle Sachen, die mir immer noch so im Kopf waren, die oft diskutiert werden, ein paar Schlaglichter werfe. So, meine Präsentation. Ah ja, doch. So. Genau, erstmal grundsätzlich die Frage, wozu führen wir überhaupt analytische Prüfungen von Fetten und Ölen durch? Als die ersten Einheitsmethoden erstellt wurden, muss sich ja jemand mal einen Gedanken gemacht haben, warum brauchen wir eigentlich standardisierte Verfahren? Und ja, ein Hauptgrund sind sicherlich, um festzustellen, die Identität meines Produktes. Ich kaufe etwas, ist es überhaupt das, für was ich es halte? Wie sieht es aus mit der Reinheit? Das hängt natürlich ein bisschen zusammen, aber sind Produkte jetzt verunreinigt und wenn ja, in welchem Maße? Ja, was natürlich gerade bei nativen Speiseölen wichtig ist, die Verarbeitung. Also sind native Speiseöle, die als solches gekennzeichnet sind die auch wirklich nur rein mechanisch gepresst worden oder haben da noch andere Verarbeitungsschritte stattgefunden? Dann die Haltbarkeit. Also kaufe ich jetzt ein Öl, was schon 2 Jahre alt ist oder ist es ganz frisch? Kontaminanten und Rückstände sind natürlich auch ein wichtiges Thema. Hat wirklich in den letzten 20 Jahren auch rapide zugenommen, das Thema. Und an den 3 MCPDEs, dann sehen wir ja auch, es werden auch immer noch neue Kontaminanten entdeckt. Genau, es gibt da natürlich auch immer so Trends, es gibt so konstante Einflussfaktoren, die mir eben mein Produkt verändern. Natürliche Faktoren wie das Wetter oder ja, dann gibt es natürlich auch immer den Gesetzgeber, der mir auch immer wieder auf die Pelle rückt mit neuen Vorhaben, kann ich praktisch auch mitrechnen, dass das regelmäßig passiert und dass das Auswirkungen auf meine analytische Fragestellung hat. Es gibt aber auch so ganz dynamische Einflussfaktoren, was ja auch wirklich mal mehr wird, dass es so Trends gibt, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Ich habe da mal als Bild so ein Kokosfett hingemacht. Auf einmal wollte jeder Kokosfett essen und hielt es für das Beste. Daraus ergaben sich natürlich auch wieder analytische Fragestellungen. Also wir standen hier im Labor auf einmal vor der Fragestellung, wie kann ich denn nachweisen, dass ein Kokosfett eben nativ ist und dass es nicht Hitze behandelt wurde oder dass sehr hitzebehandelte Anteile untergemischt wurden. Also ja, da sind wir natürlich in den Prüflaboratorien immer die Ersten, die mit solchen Fragestellungen konfrontiert werden und sich dann was überlegen müssen. Ja, die Presse, gerade die NGOs, habe hier mal, ja, Stiftung Warentest, Ökotest kennt jeder, ist ja auch schon häufiger vorgekommen, dass man auf einmal damit konfrontiert ist, dass diese NGOs ein neues analytisches Verfahren nicht selbst entwickelt haben, aber eben zur Anwendung bringen. Und ja, auf einmal ist das mehr oder weniger denn auch bei jedem Beteiligten am Markt im Testportfolio drin. Unerwartete Skandale, also ja, auf einmal beim Pferdefleischskandal war es so, 2000, wann war der? 2013, 2014, wir hatten in unserem Labor vorher so 6 Proben im Jahr, um sie auf Pferdefleisch zu testen. Und 4 davon waren Ringversuche, glaube ich. Und auf einmal ging die Zahl dann so von 6 auf 6.000 hoch. Also da sieht man dann auch, dass so Skandale natürlich auch mal dazu führen können, dass der Umfang von Prüfungen komplett verändert wird. Ja, eine andere Sache ist praktisch die Entwicklung von Verfahren. Also wie haben sich so in den letzten, ja, sagen wir mal 70 Jahre, so alt wie die Einheitsmethodensammlung ist, wie haben sich da so die Verfahren entwickelt? Also beziehungsweise ich gehe jetzt nochmal weiter zurück zu den alten Griechen in Anführungszeichen. Also vor 2000 Jahren hat man sicherlich ein Olivenöl, wenn man es beschreiben wollte, analytisch oder wenn man es prüfen wollte, rein über die Organoleptik gemacht. Also hat man gesagt, das riecht, wie es riechen soll, es schmeckt, wie es schmecken soll und ja, hat eine schöne grüne Farbe. Das waren sicherlich oder in der Antike so die Testverfahren, die man hatte und darüber hinaus nichts. Wenn man dann jetzt mal guckt, so die ersten richtigen Verfahren, um wirklich detailliert auch
Qualität, Identität, Reinheit von Fetten und Ölen zu beschreiben. Das waren sicherlich die Fettkennzahlen, sondern oft titrimetrische Verfahren, aber ebenso auch photometrische oder ähnliche Verfahren. Ja, ich nehme mein Fett oder Öl, setze eine Kaskade von Chemikalien dazu, Derivatisierungsreagenzien teilweise und habe dann eben eine gewisse Reaktion und erhalte genau eine Zahl. Also typisch, was wir immer noch kennen, sind so Jodzahl und Verseifungszahl. Habe ich hier vor 20 Jahren an der Uni auch noch gelernt, wie das geht, aber da war es stand eigentlich auch schon im Lehrbuch, naja, dass es eher ältere Verfahren sind und dass man die natürlich mit moderneren Verfahren eher ersetzen sollte, wie zum Beispiel hier mit der klassischen Chromatographie. Das war dann so der nächste Schritt weg von den Fettkennzahlen hin zu chromatographischen Verfahren. Also da gab es ja einen riesigen Sprung so in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Hier sehen wir zum Beispiel ein Gaschromatogramm von den Fettsäuren, das typische Fettsäureprofil. Und ich meine, da sieht man natürlich auch so die Information einer Verseifungszahl. Da hat man einen Zahlenwert und praktisch eine ähnliche Information erhält man über das Fettsäureprofil, nur die ist eben viel detaillierter. Ja, und wo stehen wir heute beim Informationsgehalt, wenn man sich das so anguckt? Das auf der linken Seite haben wir einmal ein NMR-Spektrum von einem Speisefett und daneben, das ist ein Massenspektrum, ein hochauflösendes Massenspektrum. Beide Spektren wurden aufgenommen, um eben die geografische Herkunft und Authentizität von einem Olivenöl nachzuweisen. Und ja, wie man daran sieht, also ja, wenn man nicht mehr täglich im Labor steht oder täglich mit solchen Gerätschaften zu tun hat, dann sagt man sich eigentlich, um Gottes Willen, wer soll das denn in irgendeiner Form vernünftig auswerten oder interpretieren? Also wenn ich jetzt, mache ich mal meinen Laserpointer an, wenn man sich das hier mal so anguckt, also so sieht heutzutage so ein modernes Chromatogramm von einem Massenspektrum aus. Also das sind dann hier so die Fenster, die noch aufgehen, wenn ich hier auf einzelne Peaks raufklicke. Also ich erhalte hier eine Vielzahl an Informationen einfach, die, wenn ich das zu analytischen Verfahren vergleiche, die ich noch vor 20, 30, 40 Jahren gemacht habe, ich erzeuge hier einen riesigen Datensatz, auch beim NMR, also hunderte bis tausende von Signalen pro Messung. Also als Anekdote dazu, wir hatten vor 10 Jahren hatten wir einen Gaschromatographen mit einem hochauflösenden Massenspektrometer. Da mussten wir alle 2 Wochen die Festplatte aus dem Computer ausbauen, archivieren und eine neue einbauen, weil da einfach so riesige Datenmengen erzeugt wurden. Und vor 10 Jahren, ja, gab es noch nicht so riesige Festplatten. Ausdrucken ist eben auch keine Möglichkeit. Also wenn man sowas hier ausdruckt, um es zu archivieren, kann man sich das auch ebenso gut sparen, ne? Also diese riesigen Datenmengen, die man heutzutage mit diesen hochauflösenden Geräten erzeugt, da kann man nur noch Herr drüber werden, wenn man da eben mit einer ordentlichen Computersoftware auswertet. Also da ist dann nicht mehr wirklich viel mit Ausdrucken und ich gucke es mir dann später auf Papier nochmal an. Also dann kann ich es eben nicht mehr wirklich benutzen. Genau, vielleicht nochmal, um hier so ein bisschen zu beleuchten, die klassischen Verfahren, wie ist eigentlich so das traditionelle Herangehen, wenn es jetzt um Identität und Authentizität geht. Da haben wir so die typischen Inhaltsstoffe von Speisefetten und Speiseölen, Fettsäuren, Triglyceride, Sterine, Tokopherole. Ich sag mal, wenn man die 4 Analysen durchführt, dann hat man eigentlich schon einen sehr detaillierten Überblick über die Major- und Minor-Komponenten, aber eben auch keinen allumfassenden Überblick. Ja, jetzt mal so typische Anwendungsgebiete. Also wir haben tatsächlich öfter mal die Anfrage von Kunden, ja, ich handle mit verschiedenen Speiseölen. Ich hätte gern mal einen Vorschlag, was man denn oder welches Verfahren man anwenden könnte, um auszuschließen, dass praktisch dass eigentlich ein Speiseöl mit einem anderen verunreinigt ist. Und zwar ein Verfahren, was immer funktioniert. Und da kann man ja nur sagen, ja, es ist tatsächlich so, man muss sich genau angucken, über welches Speiseöl reden wir, also welche Pflanzenart ist die Quelle und welche Verunreinigung oder welche absichtliche Verfälschung ist denn am wahrscheinlichsten. Also
ganz allgemein kann man sagen, ja, man kann eben die Identität nachweisen, indem man die Daten abgleicht. Man bestimmt diese verschiedenen Major- und Minor-Komponenten und guckt dann in Tabellenwerke rein. Und zu konkreten Fragestellungen habe ich hier mal ein paar Beispiele gemacht. Also wenn mich jetzt jemand fragt, wie kann ich denn Rapsöl in anderen Pflanzenölen nachweisen, also dass eine Verunreinigung oder absichtliche Verfälschung stattgefunden hat. Das ist eigentlich relativ einfach, kann man sagen. Man guckt sich einfach die Sterine an und wenn signifikante Mengen an Brassica-Sterinen da drin sind, dann kann ich das Rapsöl auch schon in geringen Mengen immer sehr gut nachweisen. Also es ist sehr praktisch. Genauso wie Nachweis von Sojaöl in anderen Pflanzenölen auch über den hohen Gehalt von Gamma-Tokopherol gelingt. Oder tatsächlich denkt man gar nicht, dass das vorkommt, aber auch da gab es ja vor ein paar Jahren mal ja, einen Skandal, der glaube ich nicht so hochgekocht ist, aber es kann auch durchaus mal vorkommen, dass man denkt, dass man ein Pflanzenöl hat, was aus irgendeinem Grund mit tierischen Fetten gestreckt wurde. Und da muss man dann natürlich annehmen, tierische Fette von nicht besonders guter Qualität. Irgendeinen Grund wird das ja haben, dass sie jemand loswerden wollte. Sowas kann ich nachweisen, indem ich den Gehalt an Cholesterin eben bestimme. Und auch das ist natürlich, Cholesterin ist so ist das Sterin in tierischen Fetten. In Pflanzenfetten kommt es kaum vor. Das ist natürlich immer eine sehr dankbare Situation für den Analytiker. Wenn ich vermute, dass jetzt im konkreten Fall bei den Ölen, wenn ein Öl mit einem anderen gestreckt oder ja, eben absichtlich gestreckt ist oder vielleicht auch nur verunreinigt, wenn ich dann in dem einen Öl eine bestimmte Substanz gar nicht drin habe und in dem anderen Öl aber schon in größeren Mengen, dann kann